Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Spieltag Nummer 10 steht an. Bevor es gleich losgeht mit der Prognose, noch ein, zwei Sachen. Stichwort Kommentatoren. Wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten jetzt schon fast immer verschiedene Kommentatoren dabei, beziehungsweise sie wiederholen sich, aber wir haben jetzt nicht mehr nur mich als einzigen Kommentatoren. Guckt doch mal gerne in der Videobeschreibung vorbei, da sind die Kanäle auch verlinkt. Der ein oder andere dort macht auch Videos, also schaut da gerne rein, falls euch das interessiert. Und ansonsten, wir sind aktuell ausreichend Kommentatoren. Ihr habt immer noch Interesse teilweise, schreibt ihr mir. Das finde ich dann gut, finde ich dann super, freut mich auch. Aber aktuell sind unsere Kapazitäten voll. Deswegen werden aktuell erstmal keine neuen Kommentatoren aufgenommen. Aber die Zeit wird vielleicht auch nochmal kommen. Und vor allem, was ich immer sage, macht gerne auch eure eigenen Videos. Und sagt mir dann Bescheid. Dann verlinke ich auch gerne auf eure Kanäle, auf eure Prognosen, was auch immer ihr macht. Wenn mich das anspricht, dann habe ich kein Problem, da auch dann für eure Kanäle Werbung zu machen. Hallo und herzlich willkommen aus Hoffenheim, wo die TSG auf die Hertha trifft und die Hoffenheimer direkt mit der ersten guten Möglichkeit und dem ersten Tor. Schön gemacht und am Ende ist es Krillic, der den stark gespielten Angriff verwertet. Die frühe Führung für die Hoffenheimer. Die Gäste aus Berlin früh geschockt, nachdem sie sich in den letzten Spielen definitiv gefangen haben, gegen Frankfurt gewonnen und heute nach ein paar Minuten schon hinten. Schwolo sieht nicht gut aus, Ball kommt eigentlich relativ nah auf ihn, kann den Ball aber nicht abwehren. Dann nochmal ein Eckball für Hoffenheim, Baumgartner und Bebu. Macht's da alleine aus spitzem Winkel. Aber Schwolo ist diesmal an seinem Posten und hält den Ball, der in der kurzen Ecke eingeschlagen wäre. Dann erste Halbzeit zu Ende. Zweite Halbzeit beginnt genauso wie die erste begann. Mit einem Tor für die TSG Hoffenheim und Andrej Kramaric. Wieder schön gespielt, aber das ist wieder viel zu viel Platz. Keine Chance für Schwolo in dieser Situation. Das macht dann Kramaric zu überlegt und zu gut. Allerdings kam dann auch mal die Hertha mit Maoli da und Niklas Stark. Aber gute 10 Meter übers Tor. Da musste Schwolo nicht eingreifen, konnte entspannt hinterher gucken. Der geht nach Nirvana. Und dann war die Partie zu Ende. Die TSG aus Hoffenheim gewinnt mit 2:0. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur Konferenz am 10. Spieltag. 5 Spiele stehen auf dem Plan. Unter anderem hier in Freiburg ist Greuther Fürth zu Gast. Die Spielvereinigung noch immer ohne einen Sieg in der Bundesliga-Saison. Freiburg ist noch ungeschlagen, also die Gegensätze, die treffen hier aufeinander. Es ist schon klar, was die Vorzeichen hier eigentlich angeben, aber Greuther Fürth, wenn sie mal gewonnen haben, als sie schon mal in der Bundesliga gespielt haben vor einigen Jahren, dann auswärts. Vielleicht ist ja heute der Tag, aber favorisiert sind doch ganz klar die Männer von Christian Streich. Also das sind die ersten Eindrücke von hier, wir schauen weiter in Dortmund. Sehr erfolgreich, mit einem 2:2 hat man eine tolle Mentalität bewiesen, die Mannschaft von Steffen Baumgart im Rhein-Derby gegen Bayer 04 Leverkusen. Modest wieder in der Blüte seiner, in seiner Formblüte, möchte man sagen. Das letzte Mal, als er so eine tolle Saison gespielt hat, war die Saison 16-17, man möchte sich erinnern, damals Dritter in der Torschützen. Liste hinter Lewandowski und Aubameyang. Aubameyang in dem Jahr der Torschützenkönig. Kobel sehen wir hier in der Aufstellung wieder im Tor, nachdem er das Spiel in Ingolstadt verpasst hatte, weil er in Bielefeld eine Verletzung erlitten hat. Malen wieder nach einem Magen-Darm-Infekt in der Startaufstellung der Dortmunder. Ist auch wichtig, dass er wieder da ist.
Danke Sascha für den Moment aus Dortmund. Wir geben eine Station weiter und springen nach Leverkusen. Dort ist Wolfsburg zu Gast und Paul, euer Kommentator. Eine durchaus interessante Personalie, denn Van Bommel konnte die ersten vier Spiele in der Bundesliga allesamt gewinnen. Erst danach ging es wirklich bergab und man war sieglos seit dem vierten Spieltag, also fünf Spiele. Leverkusen letzte Woche im Derby, etwas enttäuschend, sie führten lange 2-0, bis dann Modest und Anderson noch das Spiel kippen konnten und zum Unentschieden wenden konnten. Soweit erstmal aus Leverkusen. Eine weitere Partie ist Bielefeld gegen Mainz und dort ist Linus euer Kommentator. Interessant, denn bei Arminia Bielefeld war es letztes Jahr so, da waren es ebenfalls der 10. Spieltag und in der Zeitrichtung November und da gewann Bielefeld am 10. Spieltag in Bielefeld in der Schüco Arena mit 2-1 gegen Mainz 05. Den zweiten Saisonsieg holten sie damals ein und das möchten die Mainzer heute natürlich verändern. Also, wir gucken mal, was auf dem Nebenplatz los ist, so in der Konferenz. Ja, vielen Dank, Linus. Station Nummer 5 in der Hauptstadt, Union Berlin gegen den FC Bayern München, die sich nach der 5-0 Klatsche gegen Gladbach erstmal wieder regenerieren müssen. Gregor ist euer Kommentator und wir schauen noch auf die Aufstellung, bevor es dann auch gleich losgeht. Jack, Knoche, Gieselmann, Trimmel, Prömel, Hargakuki, Kedira vorne, Avoni und den anderen habe ich verpasst. Bayern spielt im gewohnten 4-2-3-1. Neu am Tor, Hernandez, Hülo, Pamecano, Pavard in der Verteidigung. Auf der 6 ist Goretzka mit Gimmich. Links spielt diesmal Musiala, rechts spielt Gnabry im ZDM Müller. Und vorne die Goalmaschine Lewandowski. Heute spielt Bayern mal nicht in den roten Trikots, sondern gegen die roten Trikots. Wir spielen in den weißen Trikots. Mit dem Anstoß von rechts nach links. Kimmich, Lewandowski, Goretzka, wieder Müller. Müller. Auf dem Flügel Gnabry. Nochmal zurück auf Kimmich, Goretzka, Lewandowski probiert's. Knoche blockt ab. Umschalt, Gelegenheit für den FCU. Tor an Bielefeld. Gieselmann. Fünfe. Es geht ja gut weiter. Teller von Bo Svensson. Wow, wundervoll gemacht. 0-1. Die Mainzer führen also. In Bielefeld, Ortega wirklich machtlos, Führung Mainz 05. Es gibt den Videobeweis, 5. Minute 0-1, Treffer zählt, kein Abseits von Jordi Burkhardt. Führungstor für die Mainzer, das ist schon für Arminia Bielefeld bitte nach gerade mal 5 Minuten das 0-1 hier zu fangen. Jetzt vielleicht mal die Bielefelder, die brauchen dieses Selbstvertrauen. Das ist schon fast Pflicht. Und jetzt mal hier eine tolle Szene und ja. Frühes Tor in der Konferenz. Bielefeld liegt zurück. Sascha macht weiter in Dortmund. Ich könnte ihn rausspielen. Da sieht er Marco Reus und der sieht das so und der macht ihn auch. Die Uhr ist gerade auf 10 gesprungen. Da trifft der Captain, der Dortmunder, zum 1-0 in der 11. Spielminute. Schönes Tor da. Hat mal eine sehr schöne Übersicht. Und dann lässt der Captain der Borussia sich das nicht nehmen und macht das 1-0 für den BVB in der 11. Spielminute. Saß ja gegen Ingolstadt im Pokal nur auf der Bank, um jetzt hier wieder zu treffen. Wurde ja eingewechselt. Mannschaft, man weiß es ja, war siegreich dann doch noch durch die beiden Tore von Thorgan Hazard.
Auch ohne Haaland scheint es zu laufen. In beiden Spielen 3 Tore ohne richtigen Stürmer. Mit Tigges, wenn man den doch dann als den niveautauglichen Stürmer zählen mag. Vielleicht mit einem halben Stürmer. Aber jetzt du da mit dem Abschluss, Kobel ist da. Kobel ja auch sehr stark in dieser Saison. Hat manchmal Pech. Hat ja noch kein Spiel zu Null absolvieren dürfen in der Bundesliga. In der Champions League ist das was anderes, aber in der Bundesliga... Sieht durchaus unterhaltsam aus in Dortmund. Auch da jetzt eben schon ein Treffer gefallen. Wir machen weiter in Leverkusen. Jetzt Frimpong. Teilweise scheitert in den letzten Jahren aber auch Wolfsburg an den eigenen Ansprüchen. Natürlich war es in den letzten Jahren mit Labbadia und vor allem mit Klasner besser. Aber Relegation 2016 mit so einem teuren Kader war schon eine herbe Enttäuschung. Jetzt Paulinho, der Brasilianer, der immer noch als großes Talent zählt, aber viele Verletzungsprobleme hat, legt in die Mitte auf Wirtz. Und jetzt ist es nicht das Tor. Lucas Alario, der Argentinier, schießt den Ball gut 2 Meter übers Tor von Kühn-Castells vom Belgier, der hier nicht eingreifen muss. ...0:0 hier, wir springen nach Freiburg. Wo die Freiburger von links nach rechts im ersten Durchgang sich erstmal noch etwas akklimatisieren müssen. Greuther Fürth macht es nicht schlecht in der Anfangsphase. Hatten ja auch gegen RB Leipzig bei der am Ende doch deutlichen Pleite eine sehr gute erste Halbzeit. Dort vergaben sie aber allergrößte Möglichkeiten, trafen nur per Elfmeter. Der SC Freiburg tut sich, wie gesagt, noch etwas schwer, kommt jetzt aber besser nach vorne. Tor in Leverkusen! Stark gemacht! Und dann ist es Maximilian Arnold, glaube ich, der hier zur Führung einschiebt. Verdammt, verdammt stark gemacht. Dieser Ball von Melcher, den kann man kaum besser spielen. Und dann sind es die formschwachen Wolfsburger, die hier in Führung gehen. Und Arnold, der hier natürlich nicht Castells, sondern Radetzky, keine Chance lässt. Wunderbar gemacht. Können sich die Wolfsburger auf die Schulter klopfen. Und Leverkusen muss jetzt liefern. Eine weitere Niederlage. Gut, was los, was die Tore angeht. Union Berlin gegen Bayern. Bitte, Gregor. Wieder auf. Wieder Hernandez. Mit Müller. Kimmich. Gnabry hat Platz. Ja, nicht mehr so viel. Nochmal Kimmich. Lewandowski. Müller! 1-0. Bayern München. 28. Minute, da ist er Blanco frei. Vorm Tor. Super Übersicht von Lewandowski. Der hat den Riecher da für Müller und der komplett frei. Und hämmert den da oben unter das Dach rein zum 0-1. Thomas Müller. Anstoß Union Berlin. Die Bayern scheinen sich vielleicht wieder gefangen zu haben. War ja auch zu erwarten eine Reaktion. Wir machen weiter in Bielefeld mit Linus. Verpassen Sie es aber jetzt vielleicht mal. Das ist Schöpf, vielleicht starten Sie anders durch. Das ist Alexander Schöpf, der spielt zurück auf Brunner. Breitel. Burkhardt, Johnny, nein. Tor in also Mainzer werden etwas unsicher in den letzten... Ja, eine Antwort kann man sagen auf das 1:0. Nur halt eine spezielle Antwort vom gleichen Team. Gnabry. Stöckert sich da irgendwie durch. Wird dann von 2 Mann gestört, aber ist... trotzdem unauffindbar. Oder unhindbar.
34. Minute. 6 Minuten Unterschied zwischen den beiden Treffern. Doppelschlag hier in Berlin, 2:0 für die Gäste. Dortmund führt 1:0, weiter mit Sascha. Da wär's fast soweit gewesen. Das zweite Ligator im zweiten Spiel in Folge, das wär's für den Innenverteidiger. Bellingham, Hazard, da versucht das wieder zu schnörkelig zu machen. Das kann man sich gegen eine so organisierte Defensive in dieser Saison gegen den FC Köln, mit Ausnahme vom Spiel gegen Hoffenheim, wo man ja 5:0 unterging, aber sonst die Defensive stabilisiert hat letzte Saison, und da ist Brandt auf einmal. Und es steht 2:0. Brandt braucht einen Torschuss, um ein Tor zu erzielen. Das nenne ich Effektivität 100% vom gebürtigen Bremer. Haut den dann da auch humorlos, haut er den da dann auch an Timo Horn vorbei, steht da auf einmal ganz frei. Da sagte ich ein paar Minuten noch organisierte Defensive der Kölner, und dann passiert sowas. 2:0 steht für den BVB, Julian Brandt. Das kann man mal so machen. Dortmund führt mit 2:0 und wir schauen nochmal in Freiburg vorbei. 5 Minuten vor der Pause steht noch 0:0. Wir warten also noch auf den ein oder anderen Treffer. Es war jetzt nicht damit zu rechnen, dass das hier ein richtiges Tor-Festival wird. Aber Greuther führt nach wie vor keine schlechte Partie von den Gästen. Hürgot, da liegt quer zu Itten. Das ist sie doch mal, die Chance. 43. Minute. Marc Flecken reißt die Hände hoch. Wurde er im DFB-Pokal von Benjamin Uphoff bestens vertreten, der im Elfmeterschießen gegen Osnabrück seine Mannschaft, also den SC Freiburg, zum Weiterkommen brachte. Greuther Fürth konnte sich ausruhen. Jetzt aber nochmal der Eckstoß. Flecken dazwischen, faustet den erstmal in die Luft. Höfler in den Rückraum. Vier Gefer, Duziak. Freiburg hat hier so tatsächlich seine Probleme mit Greuther Fürth. Griesbeck nochmal raus zu Meierhöfer. Stellt dann Freiburg aber auch clever zu mit der besten Defensive der Liga. Hat aber eben auch mit Marc Flecken zu tun, der wirklich eine sehr gute Saison spielt. Günther nochmal dazwischen. Den Eckball nehmen wir nochmal mit. Wir sind schon weit in der Nachspielzeit, während wir nochmal auf den Schuss von Itten schauen. Der war gut rausgekratzt von Marc Flecken. Auf den anderen Plätzen ist sowieso schon Pause. Das heißt, wir gehen auch mit dieser Partie in die Halbzeit, aber gehen wir auch noch mit einem Treffer in die Halbzeit? Das ist die Frage. Eckball von der rechten Seite, auf den Elfmeterpunkt getreten. Itten kommt zwar ran, Bauer mit dem Schuss, Lienhardt dazwischen. Freiburg schwimmt, wird jetzt aber erlöst. Fürs erste 0:0 nach 45 Spielminuten. Das war zwar zu erwarten vom Ergebnis her, aber spielerisch macht Greuther Fürth wieder eine sehr gute Arbeit, aber sie belohnen sich nicht. Kurz Pause und dann geht's gleich weiter in Durchgang 2. Blicken wir kurz auf die Halbzeitergebnisse. Dortmund-Köln 2:0, Leverkusen-Wolfsburg 0:1, Union gegen Bayern 0:2, Freiburg-Fürth gerade gesehen 0:0. Bielefeld liegt 0:1 gegen Mainz zurück. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit des Spiels. Spielt Leverkusen gegen Wolfsburg. Wolfsburg mit dem Anstoß und er trägt mal einer guten Idee mit Riedle Baku, dem Ex-Mainzer. Lacroix. Ein untypischer Innenverteidiger, ebenfalls sehr schnell, nicht gerade was eigentlich ein Innenverteidiger können muss. Jetzt Leverkusen mit Alario und dem langen Ball, der ankommen könnte, aber Brooks räumt da seinen Gegner mit Körpermasse aus dem Weg. Der US-Amerikaner, das ist jetzt ein gewagter Rückpass. Castells muss da mit dem Kopf klären und jetzt gibt's, glaube ich, Freistoß wegen eines Handspiels von einem Leverkusener. Ich hab's heute mit den Versprechern, ich weiß. Tor in Dortmund. Auch wieder
er bestätigt seine Form aus den letzten Wochen und trifft wieder. Marco Reus, 2 Tore gegen den FC. Das ist jetzt auch vielleicht eine Art Vorentscheidung für den BVB. 3:0, das wird der FC vermutlich nicht mehr zu packen kommen, das Ergebnis noch einmal zu drehen. Aber im Fußball ist alles möglich, werden wir sehen. Noch hat der FC gute 40 Minuten Zeit. Jetzt wird gewechselt, um ein bisschen Offensivfreude ins Spiel der Kölner zu bringen. Offensive mangelt ja nicht. Abschlüsse wurden jetzt nicht so häufig gesucht bei den Kölnern, aber das liegt dann doch eher in der Defensive. Dortmund braucht jetzt 3 gefährliche Torschüsse für 3 Tore. Sehr deutliche Sache hier in Dortmund, da ist es noch etwas enger oder deutlich enger in Bielefeld. Burkhardt, Boetius, Lee, Koe, Burkhardt, Koe, Onisivo, 0-2. Die Mainzer legen nach. 2:0 für Karim, Onisivo und Mainz 05. Super herausgespielt von Burkhardt und dann auf Koe, der spielt souverän. Pardon, ich meinte Onisivo, der spielt souverän dann ins Netz und macht das 2:0. Wunderschön, Chor mit der Vorbereitung. Mainz 05 führt mit 2:0 in der Schiko-Arena. Also, jetzt wird es sauschwer für Arminia Bielefeld, hier nochmal weiterzugehen. Hier also das 0:2 wird jetzt brutal schwer für Bielefeld. 0:2 auch in Berlin. Wir sehen es, Bayern zu Gast, Gregor kommentiert. Wie gesagt, ist mir auch schon in der ersten Hälfte bei Musiala aufgefallen, dass Hernandez eher der Flügelspieler ist als Musiala. Zumindest was das Starten angeht, war er immer dabei. Aber jetzt erstmal Thomas Müller, Kimmich, Goretzka, Lewandowski. Auf dem Flügel mit Gnabry, wieder Lewandowski. Müller, Goretzka kann von da schießen, macht's aber nicht. Nochmal Goretzka. Jetzt überlegt er sich vielleicht doch, macht aber wieder nicht. Spielt den Ball dann raus auf Gnabry, der ja beim Abseits steht. Ja. Einen guten Schritt im Abseits. Abseitsposition hier. Wir wechseln nach Freiburg. Dort etwas mehr als 68 Minuten gespielt und es gibt Eckstoß für den SC. Langsam werden sie besser. Es ist nach wie vor kein überragendes Spiel der Freiburger. Da ist man bis dato doch schon deutlich mehr gewöhnt und gewohnt gewesen. Gegen den VfL Wolfsburg hat man dann wieder überzeugen können durch eine extrem hohe Effizienz. Jetzt gibt es auch einen Wechsel. Demirovic kommt für Jong. Bei Fürth geht Sebastian Griesbeck, Julian Green dafür in der Zentrale neu dabei. Gibt das nochmal ein bisschen mehr Plus. Auf welcher Seite auch immer. Demirovic, ja, spielt so gut wie gar keine Rolle bislang in dieser Saison. Doch etwas überraschend, aber Jong und Lukas Höhler machen das weitestgehend sehr gut, auch wenn sie heute tatsächlich wirklich ziemlich, ziemlich abgemeldet sind. Tor in der Hauptstadt. 3:0. Also das ist ein Kopfball, den man so schnell nicht vergessen wird. Wir schauen uns nochmal an. Butterflanke, da ist er zu alleine gelassen und das ist auch das Thema, wo ich vorhin angesprochen habe. Neuer kann pflegen, wie er will, kommt nicht dran bei diesem Kopfball. Der ist wirklich wunderschön und das, ich wiederhole es nochmal, meine Zuschauer, das ist eben dieses Problem, zumindest heute hier bei diesem Spiel, die Bayern-Abwehr generell. Dann wird es heute vielleicht doch nochmal spannend für die Bayern, müssen sie aufpassen und
Wir sehen es gerade, Leverkusen. Bayer kommt, Paul kommentiert. Spielt da mit den Händen gut mit dem Ball, vielleicht kriegt er ja auch die Ecke. Spielerisch gut reingetreten. Zeigt er an, wo seine Männer stehen sollen. Bringt den Ball aber kurz auf Tapsoba. Jetzt Palacios, der könnte schießen und er schießt, aber Castells ist schon wieder da. Der macht hier eine unfassbar starke Partie. Die Schlussviertelstunde bricht jetzt gleich an. 75. Spielminute, Antrich jetzt. Palacios verliert den Ball, jetzt könnte Wolfsburg hier kontern und da ist auch alles frei und es war noch in der eigenen Hälfte. Baku ist durch, muss eigentlich nur noch querlegen. Krieg's aber nicht hin und Radetzky ist da. Also Wolfsburg vergibt hier eine Riesenmöglichkeit, das hätte die Entscheidung sein müssen. Das hätte tatsächlich wohl die Entscheidung sein müssen für den VfL Wolfsburg. In Dortmund ist alles entschieden, wir schauen trotzdem nochmal kurz bei Sascha vorbei. Schuss, schön gemacht, aber auch schöne Parade vom Kölner Schlussmann Timo Horn. Marc Uth. Mit dem Ball auf Anderson, gut gemacht von der Dortmunder Defensive. Jetzt nochmal Malen, der auch mir relativ gut gefällt, auch wenn er hier nicht getroffen hat heute. Da fliegt der Ball nochmal rauf auf Marius. 1:0 für den SC Freiburg. 10 Minuten vor dem Ende schlagen sie dann doch zu. Es ist Lukas Höhler. Fehler im Spiel nach vorne. Demirovic mit der Hacke weitergeleitet. Funk ist geschlagen zum ersten Mal und der bekam nicht wirklich viel heute auf die Hütte. Wird sich ärgern, führt mit einer sehr konzentrierten Defensivleistung. Aber Freiburg drückte jetzt im Laufe des zweiten Durchgangs doch ziemlich auf dieses 1:0, ohne wirklich zwingend zu werden. Und jetzt ist es eben dieser eine Fehler im Spiel nach vorne. Und man sieht tatsächlich wieder, führt es nicht so weit weg von der Bundesliga, von Punktgewinn. Aber dann vielleicht doch den Ticken am Ende, der ausschlaggebend ist, um in der Bundesliga zu bleiben. Es ist noch viel zu spielen, viele Spieltage. Aber irgendwann müssen die Siege kommen. Das war es erstmal soweit von hier. Nochmal in Bielefeld vorbei. Flanke, nein. Drei Minuten plus. Ich schätze, viel darf das nicht mehr geben. Mainzer werden es hier wahrscheinlich locker runterspielen. Schick mit dem Ausgleich. Und da feiert hier ganz Leverkusen. Ein wichtiges Ding. Die Fans sind hier on fire. Und es ist die Führung, natürlich nicht die Führung, der Ausgleich aus sich von Bayern 04 Leverkusen. Und es ist der eingewechselte Schick, der ja letzte Woche schon gegen Köln treffen konnte. Für mich überraschend, nicht in der Startelf stand. Und hier macht das eiskalt und schiebt er den Ball unhaltbar für Castells ins linke obere Eck. Schick, der ja bei der EM richtig glänzen konnte. Jetzt hängt hier das Live-Bild. Schick mit einem ganz wichtigen Tor. Jetzt der Ballverlust und dann war es das mit dieser Partie. Ein später Ausgleich, der hier zum Unentschieden führt. Brutales Finish für Florian Kohfeldt bei seinem neuen Verein. In Berlin wird noch gespielt, kommt Union noch zum Ausgleich. Ist jetzt schlau, 20 Sekunden noch zurückzuspielen, Zeit aufzuheben. Goretzka, Choupo-Moting, Coman, da geht vielleicht noch einer. Fury pfeift nicht ab, 4 Minuten Nachspielzeit jetzt schon. Coman, Kimmich, abgeblockt. Und jetzt ist es aus. Die Bayern holen 3 Punkte nach 95 Minuten in der Hauptstadt gegen Union Berlin.
Und das Ergebnis geht auf jeden Fall besser. 2-1 gegen Union. Starke Unioner haben sich nicht versteckt gegen die großen Bayern, sage ich jetzt mal. Das war's damit erstmal aus der Konferenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Kommentatoren. Gab doch einige Tore zu bestaunen. Und jetzt gibt's das alles nochmal in der Zusammenfassung. Viel Spaß dabei. Der SC Freiburg hört nicht damit auf, eine überragende Saison zu spielen. Neben der extrem hohen Effizienz haben sie eine fantastische Verteidigung, die beste der Bundesliga. Zu Gast am Samstagnachmittag Greuther Fürth, die in Blau spielen, machten in der ersten Halbzeit wie schon gegen Leipzig eine sehr gute Partie, aber sie verpassten es, eine Führung herauszuschließen. 43. Minute schon, die größte Möglichkeit der ersten Hälfte. Sie gehörte eben den Gästen, aber Profit konnte die Mannschaft von Stefan Leitl nicht rausschlagen. Marc Fleck mit der Parade. Es ging mit 0:0 in die Pause. Der SC Freiburg sehr, sehr zurückhaltend, was das Spiel nach vorne anging. Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern, aber auch da brauchte es lange, um mal Möglichkeiten herauszuspielen. Ferge war dann mit dem Fehler. Kübler schnell auf Demirovic, der mit der Hacke weiter zu Höhler, der in der 81. Minute den Lucky Punch setzt. Nicht unverdient, nach souveräner zweiter Halbzeit, aber da bestechen sie eben wieder die Gastgeber durch eine unglaubliche Torschuss-zu-Torquote. Gut, das ist auch eine Riesenmöglichkeit, nicht zu halten für Funk. Und so bleibt es dann auch am Ende des Tages beim 1:0 für den SC Freiburg. Sie setzen sich weiter oben fest, Greuther Fürth wartet hingegen weiter auf den ersten Saisonsieg. Hallo und herzlich willkommen aus der Bayer Arena, wo die Werkself auf die Wölfe aus Wolfsburg trifft und Raum hat. Und der jetzt angespielt werden müsste, was sie auch tun mit Gela Vogi. Der Ball ist wahrscheinlich zu weit, allerdings kommt Frank Schran und dann ist es Mescher. Nach der Flanke von Asta Franch ist er da in der Mitte relativ alleine. Radetzky sieht da nicht ganz glücklich aus, später dann doch lieber in die Mitte. Und Mescher, Lukas Mescher, der auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, mit einem wunderbaren Ball, der dann halt zum Tor führt. Stark gemacht. Und dann ist es Maximilian Arnold, glaube ich, der hier zur Führung einschiebt. Verdammt, verdammt stark gemacht. Dieser Ball von Mescher, den kann man kaum besser spielen. Und dann sind es die formschwachen Wolfsburger, die hier verliert den Ball. Jetzt könnte Wolfsburg hier kontern und da ist auch alles frei. Und das war noch in der eigenen Hälfte. Baku ist durch, muss eigentlich nur noch querlegen. Krieg's aber nicht hin und Radetzky ist da. Also Wolfsburg vergibt hier eine Riesenmöglichkeit. Das hätte die Entscheidung sein müssen. Links ist wieder Paulinho, der junge Brasilianer. Will hier auch brasilianisch spielen, aber der Ball wird geplockt, aber so Fehler im Aufbau können sie sich nicht erlauben, dann ist er halt drin. 89. Minute, Schick mit dem Ausgleich. Und da feiert hier ganz Leverkusen. Ein wichtiges Ding. Die Fans sind hier on fire. Und es ist die Führung, natürlich nicht die Führung, der Ausgleich aus sich von Bayern und für Leverkusen. Und es ist der eingewechselte Schick, der ja letzte Woche schon gegen Köln treffen konnte. Für mich überraschend, nicht in der Startelf stand. Und hier macht das eiskalt und schiebt er den Ball unhaltbar für Castells ins linke obere Eck. In der 23. Minute war es in Arnold, in der 90. Minute Schick. Arminia Bielefeld empfängt den 1. FSV Mainz 05. Das ist Burkhardt, der Doppelpacker vom Augsburg-Spiel. Das ist Aaron. Der liegt vor, das ist Burkhardt, das Tor! Und er ist direkt mal drin. 0-1, Mainz. Frühe Führung für die 05er.
es geht ja gut weiter. Teller von Bo Svensson. Nachdem Zentner die Superparade hier gehalten hat. Standard auf Okugawa. Und der war nicht schlecht. Der Torschütze in Mainz zum 1:0 verpasst hier das 1:1. Also die Arminia bleibt am Drücke im Heimspiel gegen den FSV. Erneut Zentner. Das ist schön gemacht. Onisivo Oboetius. Der Niederländer hat die Chance zum 2:0. Fast erledigt. Knappes Ding hier. Die Mainzer. Burkhardt. Boetius. Lee. Kohe. Burkhardt. Kohe. Onisivo! 0:2! Die Mainzer legen nach. 2:0 für Karim Onisivo und Mainz 05. Super herausgespielt von Burkhardt und dann auf Kohe, das Spiel souverän. Pardon, ich meine Onisivo, der spielt souverän dann ins Netz und macht das 2:0. Wunderschön. Chor mit der Vorbereitung. Mainz 05. Britel, Hack, Boetius, Onisivo. Onisivo! Ortega. Pardon, es war Boetius. Ich meinte Boetius, sorry. Also vergiss das, was ich gesagt habe. Jean-Paul Boetius, Namen vertauscht. 2:0, Glückwunsch, das war's. Hier aus Bielefeld. Ein 3:1 in Bielefeld. Damit ist der BVB offiziell zurück im Meisterschaftskampf. Den Ball jetzt nach vorne prescht. Könnte ihn rausspielen, da sieht er Marco Reus und der sieht das so und der macht ihn auch. Die Uhr ist gerade auf 10 gesprungen. Da trifft der Captain, der Dortmunder, zum 1:0 in der 11. Spielminute. Schönes Tor da. Hat Malen eine sehr schöne Übersicht. Und dann lässt der Captain, der Borussia, sich das den niveautauglichen Stürmer zählen mag. Vielleicht mit einem halben Stürmer. Aber jetzt du da mit dem Abschluss, Kobel ist da. Kobel ja auch sehr stark in dieser Saison. Hat manchmal Pech. Er hat ja noch kein Spiel zu Null absolviert gegen Hoffenheim, wo man ja 5:0 unterging. Aber sonst die Defensive stabilisiert halt letzte Saison und da ist Brandt auf einmal. Und es steht 2:0. Brandt braucht einen Torschuss, um ein Tor zu erzielen. Das nenne ich Effektivität 100% vom gebürtigen Bremer. Haut den dann da auch humorlos, haut er den da. Dann auch an Timo Horn vorbei, steht auf einmal ganz frei. Das Spielminuten hier, Köln noch gar nicht zum Zug gekommen. Emre Can nochmal, auch aktiv in der zweiten Halbzeit. Bellingham, Malen, da ist nochmal Reus und das 3:0. Der Captain mit dem Doppelpack. Auch wieder, er bestätigt seine Form aus den letzten Wochen und trifft wieder. Marco Reus, 2 Tore gegen den FC. Das ist jetzt auch vielleicht eine Art Vorentscheidung für den BVB. 3:0, das wird der FC vermutlich nicht mehr zu packen kommen, das Ergebnis noch einmal zu drehen. Aber Anderson, Ut, Anderson, Doppelpass, Ut, da steht er vor allein von Kobel und das Tor. Vielleicht kommt, der Schiri hat anscheinend eine Abseitsstellung gesehen, das Tor zählt anscheinend doch nicht. Abseits, Tor zählt nicht. Videobeweis wird anscheinend nicht bemüht. Ja, da sieht man es auch, da braucht man den Videobeweis wahrscheinlich gar nicht für. Der BVB gewinnt 3:0 gegen sang- und klanglose Kölner, die heute nicht viel zusammengebracht haben.
Willkommen hier an der alten Försterei. Neuer kommt raus, passt auf. Und Gnabry kriegt ihn auch. Ballverlust Kimmich, Becker, Aboné. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Erste richtige Gefahr war es jetzt nicht, aber das Gnabry hat Platz, ja, nicht mehr so viel. Nochmal Kimmich, Lewandowski, Müller! 1-0 Bayern München. 28. Minute, da ist er Blanco frei. Vorm Tor. Super Übersicht von Lewandowski. Der hat den Riecher da für Müller und der komplett frei. Lewandowski, Gnabry, Gnabry, Gnabry! 2-0. Und das war jetzt mal, ja, eine Antwort, kann man sagen, auf das 1-0. Nur halt eine spezielle Antwort vom gleichen Team. Gnabry. Stöckert sich da irgendwie durch. Wird dann von zwei Mann gestört, aber ist trotzdem unauffindbar. Oder ist es immer noch Musiala? Sieht mir aus wie Sané. Ja, es ist, glaube ich, Sané. Aber Müller erstmal. Lute. Ist jetzt mal erfolgreich. Sané kam dann wohl für Musiala. Kriegt die noch. Kruse. Flanke. Kommt. Trimmel. Wow. Was ein Kopfball. Trimmel. Also das ist ein Kopfball, den man so schnell nicht vergessen wird. Wir schauen uns nochmal an. Butterflanke. Da ist er zu alleine gelassen. Und das ist auch das Thema, wo ich vorhin angesprochen habe. Neuer kann pflegen, wie er will. Kommt nicht dran bei diesem Kopfball. Der ist wirklich wunderschön. Und das, ich wiederhole es nochmal, meine Zuschauer. Das ist eben dieses Problem, zumindest heute hier bei diesem Spiel, die Bayern-App. Und ja, das hat sich auch gezeigt, zumindest bei dem Spielstand 1-2. Respekt an Union, das war's hier auch mit dieser Partie. Topspiel am Samstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Leipzig geriet hier schon manchmal ins Schlingern, aber heute sollte es von Beginn an erstmal anders laufen. Yusuf Paulsen mit dem 0:1 in der dritten Spielminute. Frankfurt sowieso schon ein angeschlagener Boxer. Hier bekommen sie nochmal einen richtig auf die 12 und müssen dann früh einem Rückstand wie schon in Bochum hinterherlaufen. RB Leipzig machte weiter. Viertelstunde knapp gespielt. Yusuf Paulsen bringt den Ball hier direkt unters Dach. Von der Unterkante der Latte prallt der Ball hinter die Linie. Die Uhr des Schiedsrichters vibriert. Treffer zählt. 0:2. Frankfurt jetzt vor einer riesigen Aufgabe. Jakic mit dem starken Ball raus zu Touré. Der legt in die Mitte. Und Daichi Kamada schließt an. 28. Minute. Erster guter, vielversprechender Angriff führt direkt zum Tor. RB Leipzig musste jetzt also wieder aufpassen. Frankfurt wieder dran, aber in der Defensive weiterhin bedenklich am Wackeln. 34. und 1:3. Emil Forsberg läuft da Hinteregger einfach davon, die Innenverteidigung viel zu weit auseinander. Nach vorne immerhin, aber die Frankfurter besser. Lammers an die Latte. Abpraller Christian Jakic. 43. Minute. 2:3. Ein Spektakel in Halbzeit 1. Verdiente knappe Führung erstmal für die Gäste aus Leipzig. Frankfurt nach vorne immerhin mal wieder ein bisschen was zustande gebracht. Aber defensiv ist das doch ziemlich
schwach gewesen bis dahin. Zweiter Durchgang, wieder Leipzig. Extrem viel Spielfreude, allerdings ohne André Silva, den Ex-Frankfurter. Paulsen stattdessen, der hier vorliegt für Emil Forsberg. Der macht in der 51. Minute das 4:2. Und das war so etwas wie die Vorentscheidung. Frankfurt bemühte sich nochmal, sie reckten sich und streckten sich. Es kam nicht mehr so viel zustande, dass es nochmal Jibril Sow, 5 Minuten vor dem Ende, Jibril Sow, zu hoch angesetzt, dieser Schuss. Der Anschlusstreffer sollte nicht mehr herausspringen. Es blieb also bei diesem 2:4 wirklich ein spektakuläres Fußballspiel. Offene Tore auf beiden Seiten. Leipzig hat am Ende 4 geschossen, Frankfurt nur 2. Und dementsprechend geht dieser Auswärtssieg auch vollkommen in Ordnung. Der VfB Stuttgart feierte zu ganz spätem Zeitpunkt noch den Punktgewinn gegen Union Berlin. Nun zu Gast beim FC Augsburg, der bedenklich unter die Räder geriet beim ersten FSV Mainz 05. So die Schwaben auch hier, die bessere Mannschaft zu Beginn. Großchance hier, aber pariert von Gikiewicz. Eckball von der linken Seite. Borna Sosa legt sich den Ball bereit, bringt ihn dann auf den Elfmeterpunkt und wieder Gikiewicz. Da mussten die Augsburger sich mal wieder bei ihrem Schlussmann bedanken. Die Defensive der Fuggerstädter, sie lässt doch einige Rätsel offen. Mitunter nicht Bundesliga-tauglich. 5 Minuten vor dem Seitenwechsel, dann aber auch mal was von den Gastgebern. Der Ball in die Mitte gelegt und da kommt zum Kopfball Versuch auch Vargas, aber pariert, die Szene noch heiß. Abschluss, Parade, André Hahn in der 43. Spielminute legte das Tor des Tages auf beim ersten FSV Mainz 05. Hier scheitert er aber an Florian Müller, am Stuttgarter Rückhalt. 0:0 zur Pause, durchaus ein unterhaltsames Spiel. Bis dahin Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Halbzeitstand ging in Ordnung. Etwas mehr als eine Stunde gespielt, dann der VfB Stuttgart mit Förster. Leer liegt quer zu Mangala, kommt nicht durch mit seinem Schuss. Nachsetzen, aber aus spitzem Winkel. Klimowitz. Ball wäre aber auch deutlich vorbeigegangen. Gikiewicz ist trotzdem hingegangen. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Stark von Koulibaly geholt. Mamouche mit der Hacke zurück zu Mangala. Mamouche nochmal. Und dann Abseitsposition. Ging noch was. Noch einmal der VfB. Augsburg wollte sich jetzt zum 0:0 irgendwie verteidigen und es klappte, weil Gikiewicz nochmal eine Monsterparade auspackte. Philipp Förster in der 90. Minute hat den Siegtreffer auf dem Fuß, aber er vergibt ihn. Und so bleibt es beim 0:0. Ein verdientes Resultat, Augsburg dürfte aber etwas glücklicher damit sein. Gladbach gegen den VfL Bochum. Springen wir rein ins Spiel, in die 4. Spielminute. Stindl schlägt den Ball auf Hofmann. Erste Chance des Spiels, Thuram, Klär und dann schafft auf einmal 1:0. Gegen den Underdog Bochum. 19. Spielminute. Es spielte nur Borussia Mönchengladbach. Aber auch nicht besonders drückende Offensivaktionen der Gladbacher. Da mal mit Player. Aber dann doch am Tor vorbei. Hätte das doch dann das 4:2:0 werden können. Riemann hätte den Ball wahrscheinlich noch bekommen, wenn er aufs Tor geht. Vor der Halbzeit ging nichts mehr. Nach der Halbzeit dann war es wieder nur Gladbach mit Benze Baini. Wir
Kamera links spielt zurück auf Stindel, Hofmann und dann stand auf einmal in der 4-5-5 2-0. Versenkt den Ball im Tor. 2-0 und dann in der 86. Spielminute hätte es vielleicht noch das 3-0 geben können. Niemand verhindert es. Sehr gut. Und das war es dann auch schon in Gladbach. Das Sonntagsspiel um 17:30 geht 2-0 für Borussia Mönchengladbach aus. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, macht's gut und adios.